Racing Point hatte eine gute Saison und man kämpfte lange um Platz 2, musste sich am Ende aber mit Platz 3 begnügen. Japan schien das Team mit Problemen zu kämpfen zu haben. Vielleicht liegt es nur am Setup, aber vielleicht liegt es auch am Wagen. DLL Charlie konnte sich ein Stammcockpit bei Racing Point sichern. Er will natürlich zeigen, dass es keine Verschwendung seines Talents ist. Tomek147 möchte auch als Neuling nicht hinter seinem Teamkollegen zurückhängen. Das Ziel von Racing Point ist, die Saison so ähnlich abzuschließen wie die letzte Saison, die am Ende ja ziemlich erfolgreich wurde. Für Red Bull war es eine nicht zufriedenstellende letzte Saison. Man wollte eigentlich den Titel verteidigen, aber man konnte am Ende nur um Platz 6 kämpfen. Bei den Testfahrten fehlt etwas Pace. Aber das Team bestätigt, dass man noch nicht alles gezeigt hat. Das bestätigt man auf jeden Fall, dass definitiv wohl schnell noch schneller gehen sollte. Mit Editas 1 geht der erste Neuling von 2 für Red Bull an den Start. Yalcin SF01 ist wie sein Teamkollege ein Neuling. Heißt aber nicht, dass beide nicht fahren können und dadurch das Team für eine Überraschung gut ist. Das Ziel von Aston Martin Red Bull Racing ist es, dass die Fahrer sich eingewöhnen und dann soll man um die Punkte kämpfen. McLaren hatte einen sehr guten Start in die Saison, aber wurde extrem schwach, weshalb am Ende sogar nur Platz 9 heraussprang. Die Pace, die man in Testfahrten hinlegte, war ansehnlich, aber leider zu unkonstant. Daran müsste man auf jeden Fall noch arbeiten. Viele Neulinge gehen diese Saison allgemein an den Start. Das geht auch für die beiden neuen McLaren-Piloten. Mit Red Scharf Out und Mike79 möchte man das Team wieder vorne um die Spitzenposition kämpfen sehen. Das Ziel ist es natürlich, so schnell wie möglich wieder vorne mit dabei zu sein, wenn es geht sogar um Siege und Podeste zu kämpfen. Ferrari hat eine sehr starke Saison, aber leider sprang nur ein Titel raus. Im letzten Rennen der Saison verlor man den Kampf um den Fahrertitel. Beim Testfahrt war man sehr schnell unterwegs. Man konnte auch sehr viele Runden fahren, man hatte keinerlei Probleme mit den Sachen Zuverlässigkeit. JanFCB98 konnte sich einen der freien Plätze, die bei Ferrari sind, holen. Florian konnte schon Erfahrung letzte Saison sammeln und diese will er natürlich jetzt anwenden für die kommende Saison. Das Ziel von Ferrari ist natürlich, um die vorderen Plätze zu kämpfen. Wenn es geht, soll mindestens ein Titel verteidigt werden. Williams hatte einen schwachen Start und ein schwaches Ende, aber mitten in der Saison war man ziemlich stark. Aber mit Platz 8 ist man definitiv nicht zufrieden. In Testfahrten hat man, wenn man ums reine Rennpace ging, ziemlich gut abgeschnitten. Aber sobald der Wagen abgetankt war, war man nicht mehr konkurrenzfähig. Alex281999 ist ein Neuling und will natürlich zeigen, ob man zu Recht ihm einen Vertrag gegeben hat. Da viele Fahrer aufgehört haben, ist auch der zweite Fahrer bei Williams ein Neuling, und zwar Laundrie F1. Das Ziel für Williams ist natürlich wieder, um die oberen Ränge in der Teamwertung zu fahren. Toro Rosso hatte eine mittelmäßige Saison und man kämpfte gegen Red Bull. Und am Ende konnte man sogar das Schwesterteam besiegen. Man hatte einen sehr starken Auftritt bei den Testfahrten. Man hat keinerlei Probleme in Sachen Zuverlässigkeit. Mal schauen, wo das Team am Ende landen könnte. Mit Superfake 33333 konnte man einen Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördern. Toro Rosso ist ein Team, was nicht auf Neulinge setzt. Und so gibt man Ems 13579 auch ein Stammcockpit.
Toro Rossos Ziel ist, den Trend nach oben weiterzugehen. Und wenn es geht, um die Top-3-Plätze zu kämpfen. Renault hatte eine super starke Anfangsphase in der Saison, ließ aber zum Ende etwas nach, konnte sich aber am Ende den Fahrertitel sichern. Man war wieder vorne mit dabei bei den Testfahrten und die neuen Fahrer schwärmen vom Auto, dass es sich super gut fahren lässt. Kevin Newey konnte letzte Saison bei ein paar Einsätzen von sich überzeugen und so nahm Renault ihn unter Vertrag. Snipes konnte auch mit seinen Kurzeinsätzen letzte Saison das Interesse des Renault-Teams für sich gewinnen. Das Ziel ist es, wenn die ersten Rennen gut laufen, soll mindestens ein Titel rausspringen. Mercedes hatte eine schwache Anfangsphase in der Saison, aber man wurde immer stärker. Wenn die Saison länger gegangen wäre, hätte der wahrscheinlich ein besserer Platz als Platz 4 rausspringen können. Weil Mercedes sehr gut in den Kurven war, war man in Japan ziemlich weit vorne. Man fuhr außerdem die meisten Runden aller Teams beim kompletten Test. Mit Vizemeister Max Power 2010 will man nicht nur sich, sondern auch ihn wieder zum Titel führen. Freezy konnte letzte Saison auch sich aufmerksam machen und wurde vom Ersatzfahrer zum Stammfahrer befördert. Das Ziel ist natürlich von Mercedes, dass mindestens ein Titel, wenn nicht sogar beide Titel, geholt werden sollen. Bei Haas kam letzte Saison gar nichts. Man war schon wieder auf Platz 10 und das war eine Enttäuschung für das Team. Die Probleme, die man letzte Saison hatte, waren auf einmal weg. Man hatte gute Rundenzeiten auf lange und auf kurze Distanz. Mit Volzi 12 konnte man genau den Fahrer holen, den man haben wollte. Das ist genau der Fahrer, der vielleicht das Zünglein an der Waage sein könnte. El Puero war genauso schnell wie sein Teamkollege in den Testfahrten. Das ist cool für das Team, weil man darauf sich konzentrieren kann, den Wagen zu verbessern. Das Ziel ist es von Haas, wenn es geht, so schnell wie möglich wieder um den Titel zu fahren, den man sich einmal geholt hatte. Alfa Romeo Racing hat eine solide Saison. Man kämpfte gegen Williams um Platz 7 und konnte diesen gewinnen. Man hat einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, was den Speed angeht, aber man hatte kleine Zuverlässigkeitsprobleme, die das Team zurückwarfen. Das letzte Team dieser Liga geht auch gleich mit zwei Neulingen an den Start, die sich in der Formel 1 beweisen wollen. Mit Benyadix und Mistino Solier, die beiden können es nicht abwarten, endlich in die Saison zu starten und es allen zu zeigen. Das Ziel von Alfa Romeo Racing ist es, dauerhaft in die Punkte zu fahren und sich stetig zu steigern.